da draufklicken, für Mission abstimmen. Genau, für Mission abstimmen. Wow, und da geht's schon los. Für Abbruch der Fahrt stimmen nicht, oder? Nee, nee, das wollen wir nie. So. Und dann geht's gleich mal los hier. Oh, wir haben wieder einen Kompass. Ja. Jawohl, ein Kompass. Das ist schön. Ja, da können wir eigentlich gleich mal hier... Da können wir eigentlich gleich schon mal den Anker hissen. Den Anker hissen? Das war den Anker heben. Einholen. Einholen. Lichten. Das ist kein Licht. Dann müssen wir mal die Segel runterballern, oder? So. Machst du das? Oder haben wir da wieder mehrere, wo wir runterlassen müssen? Wir müssen nach, nach Osten. Nordosten? Jawohl, Nordost. Ost, Nordost. Okay oder höher? Das passt, ich habe so ein, also das hintere habe ich hier eingestellt. Vordere muss noch. Vordere ist okay. Dann sich mal die blaue Flagge wie immer. Ja. Solange du nicht die weiße hisst, ist alles gut. Ich kann ja mal die schwarz-weiße hissen. Kariert? So. Ja, die gibt's auch. Oder die mit dem komischen Kopf drauf. Nordost. Oh, Licht. Ich finde es immer noch gut. Eine Flagge ist blau. Eine blaue Flagge. Hm. Na, so sieht's gut aus. So. Laut Kompass. Laut Kompass, ja. Aber irgendwie müssen wir rechts oder links dran vorbei. Wenn wir direkt dahin müssen. Ja, das werden wir gleich sehen. Also halt wieder das Problem, wenn wir so einen Kompass haben. Man müsste zu der Insel. Lone Cove? Jawohl. So, sollen wir es gleich sehen. Ja, wir düsen erstmal vorbei. So wie es aussieht. Ja, doch, wir müssen drauf. Doch, wir müssen hier drauf. Dann schmeißen wir doch mal einen Anker. Dann schmeißen wir dir einen Anker. Wir sind bloß, immer. Wollen wir hier stehen bleiben? Ja. Oder. Ja, das ist doch okay. Seht ihr am Horizont? Nein. So. Vorne ist doch schon was, was irgendwie interessant ausschaut. Ich habe mich schon mal aufs Festland katapultiert. Na, ich hab das dumme Gefühl, wir müssen in die Höhle hier rein. Du hast das dumme Gefühl, okay. Halt. Wo seid ihr denn eigentlich jetzt? Ich bin direkt unter dir. Und ich bin in der Höhle. Und Markus ist vor uns. Okay. Boah. Ich höre irgendwie komische Dinge. Ja, ich bin gerade, wäre gerade angegriffen. Dann komm rein, dann geben wir dir Deckung. Nee, nee, ja, die sind gerade etwas spontan erschienen. Ja, was ist denn das? Ich krieg irgendwie Schaden. Ich weiß aber nicht von was. Da ist Gegner. Du hast dich vergiften lassen. So, was habt ihr gesagt? Ihr seid unten in der Höhle. Ja, aber ob das wirklich richtig ist. Haut weg, schieß auf den, schieß! Mann, jetzt so nah, Mann! Hab ich dich auch mit erwischt? Nee. Nein, warte, er holt dich zurück. Ja, ich war um die Ecke.
kam nicht wieder rum. Oh, Vorsicht, der Große. Das ist blöd. Mach ihn weg? Ja, geben uns Mühe. Ich habe keine Patronen mehr. Ich mach nichts, er ist dort. Ja. Können wir dich noch holen? Ja. Nee. Gerade eben nicht mehr. Ja. So. Ich weiß nicht, ob man wirklich da unten rein müsste, aber es sah so aus, weil es hat sich dann im Kreis gedreht, als ich da irgendwo vorbeigelaufen bin. Hey Archie, du wolltest doch da mal zugucken, oder war es deine Schwester, wo du spielen wolltest? Nee, ich wollte mal zugucken, aber da war das Internet so schlecht, dass es so schlecht lief. Wenn, dann kann ich jetzt zugucken. Ich habe mir sogar vor ein paar Minuten überlegt, ob ich mir das Spiel nicht mal selber hole, damit ich mit euch spielen kann. Aber ich glaube, wir müssen da Klubo wieder raus. Ja, ich denke gerade, dass wir oben müssen. Ja, wir müssen Klubo. So. Steht hier noch irgendwo was rum? Nö. So, Hula Trulla hier oben ist tot. Wo brauchst du Hilfe? Mir hier einen Schatz ausgrabe, oder? Ja. Müssen halt gucken, wo wir mit dem Kompass hin müssen. Warum drücke ich das immer weg? Ja, wir haben uns hier schön vor die schönste Steilküste gelegt. Und irgendwie dreht er gerade frei hier. Ja, bei mir oben auch. Ich hab direkt Skelette aus. Pudel. Ja. Mir hat er wieder so ein Gift-Heini gegeben. So. Schau mir hier mal den Steg an. Da schlägt's. Nee. Echt, hier hat's bei mir auch. Da. Ja, da ist es. So. Was hast du da gefunden? Elk und irgendeine Flasche, die hat aber schon aufgehoben. Ja. Haben wir jetzt was? Was ist das hier? Ich weiß nicht, es muss wahrscheinlich eine kleine Dicke aufnehmen. Ja, kleiner Dicker, komm mal her. Wo bin ich? Hier. Da. Da. Genau, und dann würde ich mal sagen, zurück zum Schiff. Ja. Bevor der Große kommt. Boah, das Kuchen ist ja da drüben. Ja, habe ich gerade auch festgestellt. Aber da ich meistens nicht so gern schwimme. Notfalls können wir die Kanonen laden. Ja. So. Da muss ich gleich nochmal was essen hier. Lass uns mal gleich noch eine Banane reindrücken. So, erstmal die Schätze wegbringen. Dann gucke, da haben wir doch jetzt eine neue Flasche bekommen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ach, ich habe sogar noch was an Essen. So, ich guck gleich mal. Wir haben einen Teil von der Schatzkarte gefunden. Ja.
Das war das, was wir halt das Falsche. Das war das, was wir suchen wollten. Zack, zack. Und jetzt müssen wir mit dem Kompass eine 180 Grad Wendung machen. Wisst ihr die noch? Oder ein Kompass? Mit dem Kompass. Weil wir brauchen noch zwei Kartenteile. Und erst dann wissen wir, wo wir die Schätze ausgraben müssen. Bis die jetzt wegmachen? Ich glaube, so weit kommen wir gar nicht rum. Nee. Ja, lass die einfach stehen und wir drehen jetzt einfach und dann, dann geht's los. Schlägst du schon mal ein mit dem Steuer? Wohin? Noch rechts am besten. Ja, Steuerbord, jawohl. Ja. Bruder, geht Steuerbord. Die eine wird gerade wegen Beleidigung und Rassismus beim Dschungelcamp rausgeworfen. Angie. Was hast du denn gesagt? Das ist nicht der richtige Ort und nicht die richtige Zeit für derartige Informationen. Ja, wohin? Marco wollte schon wissen. Ja, Grüße, aber nicht Marco. Wegen Dschungelcamp. West, Nordwest. Schwankt aber schon heftig. Ja. Ist ja auch eine kleine Schaluppe. Ist die mehr unser hier, unser großes. Ganz großer Kahn. Bist oder was? Nein, das ist der, wo du zu zweit oder zu dritt bist. Ja, und zu viert. Es gibt nur noch. Für drei gibt es kein Schiff. Nein. Nur das Zweier oder das Zweier, Dreier und Vierer dann. Ja. Ja. Ja, aber das ganz kleine kannst du jetzt zum Beispiel, die Schaluppe kannst du alleine oder zu zweit fahren. Okay. Und den Zweimaster? Ja, den Zweimaster zu zweit oder zu dritt. Ja, das ist das Große, warum kann man das nicht zu dritt oder zu viert spielen? Ja, kann man auch, aber. Achso, das geht schon. Ja, natürlich, die kannst du bestimmt auch alleine auswählen. Ist dann halt bloß kontraproduktiv. Sieht so aus, wie wir auf die komische Insel da vor uns müssen. Also, Steuerbord. Ja, die große Insel Steuerbord könnte es sein. Jawohl, soll ich zwischen den Felsen durchfahren? Ja, dann braucht man halt ein neues Schiff. Du traust mir auch alles zu, nichts zu. Ja, genau das will ich. Werd echt dort durch. Nee, das lass mal. Kommt dahinter nicht rum. Na doch, mach doch. Wir holen die Segel ein, da geht das. Na dann hol mal. Ja, ich bin ja schon dabei. Tut's aber irgendwie nicht Ball links. Bloß noch das große einholen ein bisschen. Ah, hol schneller. Das war zu spät. Ja. So. Und du musst hier das Seeweg verbarrikadieren. Ja. Das Tolle ist ja, wir haben auf der Seite ein Loch, wo wir den Fels nicht gerammt haben. Das ist doch immer cool, oder? So, wo ja. Ist mein Eimerchen? Da. Ah, oh. Da ist ein Brett in der Hand. Ja. Wo dreht denn das Schiff hin? Weiß ich nicht. Aber das Wasser ist weg. Dann sollte man vielleicht mal den Anker schmeißen, oder? Nee. Wir stehen doch eh schon. Ja, aber der lenkt hier wie ein Irrer. Schmeiß den Anker runter. Und dann das Schiff noch weg ist. Nee, das bringt kein. Das macht ja keinen Sinn, den Anker. Fahren wir so. Hier rückwärts, Mann. Ich kann nicht rückwärts fahren, warte mal, ich dreh das Schiff mal.
Warte jetzt. Das dreht zwar komisch, aber ich krieg schon so irgendwie hin. Wir haben jetzt ein kleines bisschen Fahrt bekommen. Diese Obstkon-Offiziere, echt. Der Maschinenraum war zu langsam beim Bremsen. Nee, das stimmt nicht. Der Maschinenraum ist top in Schuss. Siehste? Gerade. Das heißt Mitschiffs. Hallo? Hallo? Ach. Mitschiffs. Und jetzt volle Lotte an der Sand. Bruder, liegt Mitschiffs, nur keine Panik. Da vorne ist ein Beiboot. Cool. So. Dreh uns mal über Steuerbord. Drehst du uns über Steuerbord? Ja, mach okay, das mal. Dann mach wenn ich runterfall, hab doch Pech gehabt. Rüber, kann ich halt, das war vor die falsche und Richtung. Ja, kann ich jetzt nicht, Markus. Anker. Oh. So, was hast so du jetzt gemacht? Hast du jetzt über Bord gekotzt oder was? Nein. Weil du einen Eimer in der Hand hattest. Zum über Bord kotzen braucht er keinen Anker. Ja, wer weiß, ich traue ihm alles zu. Ah, ja, ich hab das Segel gemacht. So, so, ein Segel haben wir gemacht. So. Und dann bin ich schwuppdiwupp schon auf dem Festland. Feuer frei! Ich hoch. Die Frage irgendwo nach oben. Ja, scheint so. Ah, hier gibt's einen Weg. Ja, aber es will immer noch hoch. Oder will es da rein? Vorhin sind wir auch noch rein, haben wir schon mal. Ja. Boote gehabt. Okay, das Fass ist Schrott drin. Ah, weg. Raus. Na, schon lang raus, ich war gar nicht drin. Doch. Nee, ich war nur an dem Fass. Ah, ich habe keine Munition dabei. Dann nimm dein Schwert. Nein, das Fass. So, warte, hab ich meins dabei? Der müsste gleich bei dir sein. Hey, hey, meiner, geh weg, renn. Was macht denn ihr? Geh ich mal in die andere Richtung und da zu gucken. Ja. Ein bisschen Munition und Geld. Ah, wo kommen jetzt die ganzen Skelette her hier? Wo ist der mit dem Fass da? Der rennt hier hinterher. Jetzt ist er tot. Bist du auch tot? Ich hab ihn eliminiert. Blöde Wichser, ja, ich hab verfehlt. Oh, ich hab nichts zu essen mehr. Hier ist was. Ja, alles meins. Kann gar nicht sein. Ich hab mal schon was rausgenommen. Aber da ist noch ein Bananchen drin. Ja. Und in einem anderen Fass ist auch noch was drin. So, jetzt. Da vorne ist ein Lagerfeuer. Ja, und das bringt uns nichts. Du kannst hier nichts grillen. Der Kompass sagt mir hinter uns. Ach nee, ist ein Weg. Ihre. Davor ja, sagt der Kompass. Sagt er mir auch. Hey, jetzt sagt er aber. Hä? Ich glaube, wir sind schon richtig. Hier liegt eine Laterne. Oder? Aber wenn der wenigstens mal freidrehen würde. Oder wir müssen dort hoch. Wir müssen wahrscheinlich dort hoch. Oh. Super. Frage, wo es hochgeht. Einfach rechts weiter und dann kannst du rechts hochlaufen. Ich glaube, ich bin nach links gelaufen, jetzt geht es hier aber hoch.
Ja, wahrscheinlich geht's auf beiden Seiten hoch, ja. Muss ich mal gucken, bin ich im Stream stumm geschaltet? Oh oh. Ja, was? Yes. Ah, der hat wieder meine Audiosysteme nicht übernommen. Kann das ja nicht gehen. Warum kann der so gut kämpfen? So, jetzt müsste's gehen, ja. So, jetzt müsst ihr mich hören. Und die anderen wahrscheinlich auch. So. Hier hängt so eine komische blaue Laterne. Servus. Oh, jetzt hat was erwischt. Ja, aber müssen wir zu der blauen Laterne, oder? Ich bin wieder vergiftet. Was haben wir hier gefunden? Eine Friedenskugel! Eine Friedenskugel? Weil irgendwie lotst der mich jetzt hier immer noch. Oh oh. Meiner sagt immer noch geradeaus. Ja, meiner sagt auch noch geradeaus. Ah, immer diese Schlangen. Was doch. Kugeln sind immer gut. Jetzt sagt er, ich soll runter. Weißt du mal, wohin willst? Nee. Ups, falsche Taste. Aber zum Glück gibt's hier eine Leiter. Ah. Also mir sagt das auch runter, also dann klettere ich mal hinterher. Hoffentlich erwische ich die und fliege nicht wieder runter. Zu dir habe ich jetzt gefunden. Ja. Wir liegen sehr schön. Ich muss mal da unten irgendwas ausbuddeln. Jetzt sagt er hier rüber. Sagt er hier zurück. Ja, der wackelt halt arg. Jetzt. Wir haben uns hier sehr schön in die Bucht reingelegt. Ja, das war ein Treffer. Ich gehe schon mal in Schwertdistanz. Mach das. So. Dann zurück. Da kommen sie doch schon. Der kommt. Ach so, Kumpels. Ja. Dann zurück zum Schiff, oder? Ja. Zurück zum Schiff. Weißt du, da muss ich zukünftig immer gucken, ob der meine Soundsysteme auch aktiviert hat. Was ist denn los? Ja. Wahrscheinlich hat er Kumpels gefunden. Was schießt denn du? Ich schieß mit gar nichts. Ich gar nicht eher. Ich dachte. So, doch. Was schießt du? Oben waren Dings, Skelette. Ah, okay. Und ich bin runtergefallen. Ja, dann am Strand lang zum Schiff. Er hat mir jetzt echt das Headset deaktiviert gehabt. Und hat gesagt, er findet kein Soundsystem. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg zum dritten Punkt. Beziehungsweise erstmal suchen wir unser Schiff. Erstmal Schiff, ne? Erstmal suchen wir das Schiff. Ja. Und dann suchen wir die dritte Insel. Und auf der geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, ciao. Ciao. Wo bin ich? Bin draußen. Warum ist der draußen eigentlich? Hat er keinen Bock mehr? Ich bin wieder drin. Oder was? Ich kann Musik spielen. Bitte.